Am 26. September ist Bundestagswahl. Zu diesem Anlass hat Apotheker ad hoc verschiedene Politiker zum Kandidatencheck eingeladen. So auch Alexander Kraus von der CDU, aktuell Mitglied im Gesundheitsausschuss. Von ihm wollten wir wissen, wo im Apothekenmarkt noch Reformbedarf besteht. Also die größte Herausforderung auch für die Bundestagswahl ist, dass wir weiterhin vor Ort Apotheken haben. Wir haben es in der Pandemie gemerkt, wie unverzichtbar die Ansprechpartner vor Ort sind, und da waren die Apotheken immer da. Oder auch beim Verteilen der Masken haben wir gesehen, das hätte alles nicht funktioniert. Nicht über Krankenkassen, nicht über Rathäuser. Wenn wir die Apotheken nicht gehabt hätten, wäre uns das nicht gelungen. Wie kann die Apotheke vor Ort gestärkt werden? Ich glaube, wir sollten uns überlegen, welche Leistungen können wir noch anders finanziell abbilden bei den Apotheken. Wir haben ja zum Beispiel jetzt auch den Lieferdienst abgebildet, oder wir haben gesagt, die Beratung bei gewissen geriatrischen Patienten werden anders bezahlt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir auch mal überlegen, gerade jetzt nach diesem Hochwasserereignis, was wir in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erlebt haben, wie kann man Vorhaltungen, also sozusagen eine Notapotheke, eine Notreserve, die vorhanden sein muss, auch in solchen Krisensituationen, wie kann man das finanziell zum Beispiel abbilden? Wie kann man auch die Pflege von Medikationsplänen in der Apotheke vergüten? Uns muss es gelingen, Leistungen anzubieten, damit eine Apotheke, die vor Ort ist, diese Leistung vergütet bekommt, dass sie vor Ort immer erreichbar ist. Und das ist nur die Vor-Ort-Apotheke und nicht die Versandapotheke. Könnten Sie sich vorstellen, Apothekenketten zu erlauben? Also ich glaube, das System, wie wir es derzeit haben, ist aus meiner Sicht gut ausgelegt, und wir sollten an diesen Grundzügen nichts ändern. Wo könnte im Apothekenmarkt gespart werden? Also ich halte die Debatte für falsch, dass wir jetzt darüber nachdenken, wie können wir im Gesundheitswesen sparen. Diese Vorstellung, dass wir sparen können bei einer immer älter werdenden Gesellschaft, geht aus meiner Sicht fehl. Das wird nicht gelingen, sondern wir werden weiterhin wachsende Ausgaben auch haben. Ich möchte, dass wir dorthin zurückkommen, wo wir vor der Pandemie standen, dass wir also darüber diskutiert haben, wie können wir den Krankenkassen helfen, dass sie keine Sparkassen werden, dass sie nicht Geld bunkern müssen. Also dass wir wieder tolle Einnahmen bei den Krankenkassen haben. Das gelingt nur, wenn die Wirtschaft wieder läuft. Und da kann ich nur sagen, wenn Rot-Rot-Grün rankommen würde, dann wird man in der Tat diese Fragen uns stellen müssen, wie man spart. Wenn es uns gelingt, eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen, dann bin ich sicher, dann haben wir auch die Einnahmen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern für die Krankenversicherung, dass wir uns ein anständiges Gesundheitswesen leisten können. Und wie stehen Sie zum RX-Versandverbot? Also wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden, dass wir die Gleichpreisigkeit auf den Weg gebracht haben. Ich finde, das ist der richtige Weg. Wenn sich zeigen sollte, dass es Verschiebungen gibt im Markt, dass die Versandhändler sozusagen Lücken finden, das System irgendwie ausnutzen, dann finde ich, muss man nachsteuern.